diese drei Bayern wollen für Durchblick sorgen. Mit einer Krawatte, die es wortwörtlich in sich hat. Ist die Brille verschmutzt, soll man so in Zukunft beruhigt zum modischen Schlips greifen können. Ganz ohne Gefahr, die Brille dabei zu verschmieren, zu verkratzen oder gar die Krawatte zu ruinieren. Der Name für den Schlips mit Putzfunktion? Der Loop, die Schlaufe. Und wir haben uns gedacht, wir wollen der Krawatte noch ein bisschen mehr mitgeben, als nur schön auszusehen. Also sie sieht trotzdem schön aus wie die hier, aber wir haben in den hinteren Teil von der Krawatte noch ein Mikrofasertuch eingearbeitet. Mit dem ist es möglich, alle möglichen Dinge zu reinigen, also Brillen, Smartphones, Uhren, Tablets, ist alles möglich. Beim Fenster wird es vielleicht ein bisschen schwierig, weil es doch ein bisschen klein ist, aber ansonsten kann man alles damit sauber machen. Die drei 24-Jährigen kennen sich schon aus der frühesten Schulzeit. Die Idee zur Funktionskrawatte kam im Job. Ich war von der Arbeit aus auf einer Konferenz und habe beim Mittagessen jemand beobachtet, wie er versucht hat, seine Brille mit der Krawatte zum sauber machen. Ungefähr so. Und ist natürlich zum Scheitern verurteilt, die Brille ist nicht sauber worden und hat nicht funktioniert. Bin dann heimgefahren am Abend, habe mich mit meinen Kumpels getroffen und überlegt, was wir machen können, und zack war die Idee geboren. Als Logistiker, Banker und Einkäufer sind sie für ihre Geschäftsidee gut aufgestellt. Finanziert wird das Ganze per Crowdfunding. Über die Internetplattform Kickstarter kann man unsere Krawatten vorbestellen. Aktuell gibt es die zum Preis von 29 Euro. Unser Ziel sind 4.000 Euro, die wir erreichen wollen. Falls es nicht klappen sollte, kriegen die Kunden ihr Geld zurück. Und bis zum 26. Juni kann man uns tatkräftig unterstützen. Wenn genügend Bestellungen eingehen, hat die Männerwelt also schon bald ein Problem weniger. Mit sauberer Brille bliebe dann nur noch zu klären, wohin mit der Krawatte beim Suppenessen? Vielleicht fällt den drei findigen Bayern auch dazu noch was ein.